Jo Leute, es ist Sonntag. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben heute wieder die 5 Fragen, die an mich gehen, die ich euch so gut wie möglich beantworten will. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir bitte auf Instagram oder hier in den Kommentaren. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Erste Frage: Welche sportlichen Ziele hast du? Also, mein erstes Ziel ist, mich von meiner Football-Karriere zu erholen, weil durch meine Football-Karriere habe ich mir etliche Knochen gebrochen. Ich habe Sehnen, alles ist bei mir am Arsch, Rücken, Leiste und so weiter. Und mein erstes Ziel ist es wirklich 100% mich wieder fit zu fühlen. Mein zweites Ziel wäre es, ist, glaube ich, Streetlifting heißt das. Es ist Calisthenics. Wäre es wirklich so, mit 100 Kilo Klimmzüge, 150 Kilo Dips zu schaffen, solche Sachen. Also ich will meinen eigenen Körper beherrschen. Und dann wäre es natürlich in naher Zukunft, würde ich gerne in den Ring steigen. MMA, ich denke mal eher MMA und dann BJJ. Wäre auch etwas sehr, sehr Interessantes für mich. Ja, ich habe ja eigentlich schon alles gemacht, alle Ballsportarten und so weiter. Und für mich geht es gerade nur um, gerade jetzt, dass ich wirklich meinen Körper komplett fit mache und vor allem fitter bin, als ich mit 20 war. Das ist so mein Lebensziel, dass ich mit 60, 70, 80 im Spagat sitzen kann, weißt du, eine Banane essen kann und mein Leben chill, ohne körperliche Probleme. Zweite Frage ist, warum spielst du keinen Football mehr? Erstens habe ich eigentlich alles erreicht im Football, was ich erreichen sollte. Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, war der dominanteste Spieler auf meiner Position in Europa und habe die Liga jahrelang dominiert. So, ne, es gibt jetzt eine neue Liga, ELF. Da habe ich letztes Jahr gespielt, leider sehr, sehr verletzt. Habe in mein letztes Spiel, ich kann euch hier ein paar Highlights reinballern. To feel the weak side pressure. Boadu getting the better of Ngimbi along the offensive line. Boadu. They bring the pressure. It is a combined sack for Boadu and Hill. Second and 9. Edwards hit as he was releasing, and the ball on the deck. Aaron Boadu coming away with the football. The first hit was by Boadu, and the ball eventually picked up by the man who caused the sack fumble. Turnovers just keep on coming in this game for Barcelona. Habe ich fast 4 Sacks gehabt zum Abschied und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil ich das wirklich auf ein Bein gemacht habe und auf Full Schmerztabletten und sonstige Sachen. Aber für mich, ich habe da begriffen nach dem Spiel, war es so, ey, wenn ich mit Mitte 30 noch auch mit einem Bein dominiere, was soll ich hier noch, weißt du? Es gibt ja nichts Höheres als diese Liga gerade für mich. Amerika kann ich ja nicht einreisen, wie ihr wisst, durch meine Inhaftierung damals und Abschiebung. Aber für mich gibt es nichts mehr zu beweisen. Also es gibt keinen Spieler, wo ich denke, also es gibt nichts für mich im Football zu beweisen oder erreichen gerade. Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, ey, das reicht. Körperlich bin ich auch komplett durch Football am Arsch gewesen. Und man hat auch keine Dankbarkeit bekommen von den Mannschaften, weißt du? Also wenn man sich anschaut, wie ich habe 10 Jahre für Kiel gespielt, wenn man sich anschaut, wie die mich behandelt haben, wie ein Stück Dreck. Weißt du, ich habe letztes Jahr in Berlin gespielt bei den Thunder, wie die mich behandelt haben, wie ein Stück Dreck. Also man hat auch keinen Respekt bekommen oder sonst was. Und da habe ich einfach gemerkt, weißt du, das ist so eine Sklavensportart, vor allem hier. Die bauschen das alles so hoch und wenn du einzeln mit den Spielern redest, die verdienen da alle 200 Euro, 300 Euro, sind zwar im Fernseher und kriegen jetzt alle langsam einen blauen Haken, aber was bringt das? Also wenn ich zurückgehen könnte, würde ich nicht einmal Football spielen. Dann hätte ich niemals diese Sportart angefasst. Also ich habe mit 22 angefangen, Football zu spielen, damals mit Patrick Esume in Kiel. Und wenn ich zurückgehen könnte, würde ich das alles absagen und hätte einfach nur Kampfsport gemacht, wirklich. Weil dann hätte ich wenigstens
sag ich mal, Kohle verdient mit meiner Leidenschaft. Und ich habe Football mit sehr, sehr viel Leidenschaft betrieben. Ich habe sehr viel reingesteckt, was natürlich auch nicht anerkannt worden ist, weil man ab und zu mal vom Feld geflogen ist und emotional war. Aber ich bin halt ein sehr emotionaler Krieger und wollte halt immer nur gewinnen und habe immer das Beste für meine Mannschaft machen wollen, auch wenn es nicht immer so war. Aber ja, wie gesagt, die Leute gucken dann auch auf deine Vergangenheit und ja, für mich hat das Thema Football sich komplett erledigt. Ich habe noch ein, zwei Angebote bekommen, was mich auch sehr geschmeichelt hat, aber der Respekt fehlt einfach. Weißt du, wenn ich Spieler gucke wie Jamal White, einer der krassesten Spieler aller Zeiten, die auf dieser Seite der Erde gespielt haben, wie der behandelt wird oder gewisse andere Spieler, dann weiß man, dass es keine gute Sportart ist, die man sozusagen machen möchte. Mein Sohn zum Beispiel möchte auch Football spielen, den habe ich das komplett verboten, weil für mich ist Football, vor allem hier in Europa, in Amerika auch, obwohl man da auch Millionen verdient, ist es wirklich eine Sklavensportart. Ne? Man wird wie so ein Zuchtpferd behandelt. Kann nur aus meiner Erfahrung mit dem Berlin Thunder reden letztes Jahr. Da haben wir vor der Saison schon die Diagnose bekommen, dass ich eine Saisonende-Verletzung habe und mir wurde so viel Druck ausgeübt auf mich, dass ich gespielt habe, weißt du, was ich meine? Und denkst du, einer hat mich am Ende der Saison angerufen und gesagt, ey, krass, bis heute, und jetzt ist schon die zweite Saison vorbei, leide ich unter der letzten Saison. Mein Finger ist komplett kaputt. Denkst du, Berlin hat mir einmal sogar mein Trikot geschickt und gesagt, hier, du hast dein Trikot wenigstens oder irgendwas? Nein, weißt du, und deshalb für mich diese ganze Sache, lass es. Lass es sein. Also, wenn du auch jetzt jung bist und Football spielen willst und du hast die Möglichkeit, aufs College zu gehen, tu es. Weißt du? So, nutz deine Chancen. Aber wenn du nur so Football spielen willst, kann ich nicht empfehlen. Dann kannst du ja gleich MMA machen. Und so, weißt du? Die dritte Frage. Wie war die Zeit nach dem Gefängnis? Also, nach dem Gefängnis gibt es den typischen Haftschaden, den man hat. Und ich glaube, das wird sehr, sehr unterschätzt von den Menschen. Das ist ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema. Da geht es halt um Mental Health. Also ich habe es selber im eigenen Körper erfahren. Als ich aus Amerika aus dem Gefängnis gekommen bin, hatte ich wirklich, wirklich einen krassen Knacks. Und ich habe das wirklich erst spät gemerkt, weil es gucken dich Menschen an und du tickst sofort aus. Also du weißt auch gar nicht, was mit dir los ist. Du, alles steigt dir sofort zum Kopf. Du hast übelste Depressionen. Weil alles, was du im Gefängnis tust, du hoffst, du willst erstmal in Amerika, willst du erstmal überleben, ja? Nicht zu sehr auffallen. Und dann möchtest du einfach nur raus. Du willst frei sein. Und dann hast du eine Vorstellung von Freiheit. Du stellst dir vor, wie du das erste Mal draußen bist, wie du mit deinen Jungs chillst, wie du hier, wie du das. Und wie dich alle vermisst haben und dies und das. Und du hast ja eine Hoffnung. Und dann kommst du raus und es ist aber nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Weißt du? So überhaupt nicht. Und das echte Leben knallt einfach. Weil man denkt, man kommt aus dem Gefängnis und dann weißt du, haben die Leute auf dich gewartet und hey, und es geht einfach, es ist nicht so. Du fängst mit nichts an, bist ein Niemand, verstehst du, so, und auch keiner hat Verständnis für das, was du durchgemacht hast, außer vielleicht eine Person, deine Frau oder jemand, der wirklich nah mit dir, weißt du, das Ding durchgemacht hat, aber du kriegst auch keine Briefe, so wie du erwartet hast und das passiert auch alles gar nicht so, weißt du, so ich heutzutage schreibe auch niemanden Briefe, ich habe so viele Kollegen im Gefängnis, ich schreibe einfach keine Briefe, weil für mich das auch so ein psychologisches Ding ist, ich habe gar keinen Bock, ich fühle das einfach nicht, weißt du, was ich meine, und damals, was, wie gesagt, ich saß da drin und habe Hoffnung gehabt und habe gedacht, ey, so, warum schreibt der mir nicht oder wie geht's wohl denen? Und man hat sich vorgestellt, wie gesagt, wie es ist, wenn man rauskommt und man kommt raus und es ist so, als würde man full Ohrfeigen bekommen. Weil da drinnen ist es ja schon hart genug, weißt du, und dann wirst du ja getrimmt sozusagen eine gewisse Art zu denken, vor allem in Amerika. Und dann kommst du halt raus und merkst einfach, nichts ist so, wie es ist. Dein erster Döner schmeckt nicht so, wie er war. Dein erster ist nicht so, wie du dir vorgestellt hast.
deine erste Party ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Nichts ist so, wie du es in deinen Fantasien vorgestellt hast, weißt du? Und das tut sehr, sehr viel mit der Psyche, weißt du? Und ich glaube, eigentlich jeder, der aus dem Gefängnis kommt, bräuchte eigentlich Betreuung. Aber wer hat Bock auf einen Psychologen, weißt du? Ich meine, der auch gar keinen Plan hat, was du durchgemacht hast. Das heißt, es müssen eigentlich mehr Menschen, die genau das durchgemacht haben, Menschen helfen, die im Gefängnis sitzen und sozusagen schon betreuen und denen erklären, was überhaupt abgeht. Manche Menschen haben ein gutes Umfeld, die kommen raus und ey, alles gut, weißt du, was ich meine? Die werden direkt aufgefangen, haben Geld, haben dies, das. Aber was erwartet man von jemand, der im Gefängnis sitzt, rauskommt, nichts hat, nicht mal die Wohnung mehr hat, die er vorhatte, nicht mal die Klamotten mehr hat, die er vorhatte und dann einfach zu sagen, hier, such dir mal einen Job, bleib mir jetzt solide, du bist jetzt, nutz die Chance, du bist jetzt frei. Nein. Nicht mit mir. Bei mir lief es überhaupt nicht so. Bei mir, mein Kopf ist komplett durchgedreht und ich habe direkt 2 Wochen nach meiner Entlassung das erste Ding gedreht. Weißt du, was ich meine? Da war direkt kriminelle Energie, aber auf Tausender-Level, weißt du? Und deshalb brauchen wir auch gar nicht so zu gucken, wenn wir, oh Mann, der ist aus dem Gefängnis und der hat gar nicht gelernt aus der Sache. Nein, wie soll der denn lernen? Der hat nichts. Der ist nichts. Der hat nichts und wird im höchsten Fall das nicht akzeptieren. Vor allem, wenn du da drinnen bist, merkst du dann auf einmal, so schlimm ist es ja auch gar nicht. Weißt du, so war es für mich. Als ich nach Deutschland abgeschoben worden bin, habe ich in meinem Kopf gedacht, hä, was soll mich jetzt erschrecken? Also ich saß gerade mit den Wattos, Digga, in Arizona im Knast. Was könnte mich hier abschrecken? Weißt du? Dann hörst du, oh, höchste, was du bekommst, ist 15 Jahre. In Amerika kriegst du 15 Jahre für jede Kleinigkeit. Weißt du, wenn du sitzt da drin, hast eine kleine Schlägerei und kriegst 5 Jahre. Weißt du? So, und das ist ein Riesenunterschied. Deshalb, es wird auf jeden Fall sehr, sehr unterschätzt, wie es nach der Haftzeit ist. Und Depressionen sind echt auf jeden Fall. Kann mir sagen, was, egal wie stark du bist. Guck mal, manche Menschen sind stark und die tragen es nicht nach außen hin, aber die Innenwelt ist ja trotzdem da. Und das war halt bei mir so. Ich habe vielleicht nach außen gelächelt, hey, alles gut, aber innen sah es mir ganz, ganz schlecht aus. Und ich habe ganz, ganz viele Dinge gedreht, über die ich bis heute nicht geredet habe, weil ich einfach Geld machen wollte. Und es hat bei mir funktioniert. Dann hast du auf einmal 8.000, hast du hier 10.000 gemacht, dann hast du hier wieder 7.000 Euro gemacht. Und es juckt dich nicht. Ehrlich gesagt, nicht in dem Moment, weil du fühlst dich von der Gesellschaft, von allen in Stich gelassen. Das heißt, du trägst eine Wut in dir, die wie so ein Tier, wie so ein Monster sich aufbaut und du fütterst es die ganze Zeit mit Geld und das macht dich dann immer mehr zufrieden und trotzdem wirst du null zufrieden sein, weil du merkst, es bringt dir ja trotzdem nichts, es ist Bargeld. Du wirst trotzdem von allen Menschen so komisch angeguckt und so weiter. Das heißt, auf jeden Fall die Zeit nach dem Gefängnis, vor allem das erste Mal, wo ich aus Amerika gekommen war, auf jeden Fall eine harte Pille zu schlucken, aber man hat es auf jeden Fall überlebt. Ne? Oh, und Leute, einmal ganz kurze Werbepause, 30 Sekunden. Freshes Shirt, different fashion, okay? Wir blenden die Info ganz kurz ein. Danke an Different Fashion für den Support und wenn ihr Bock habt auf heftige Klamotten, dann schaut bei Different Fashion vorbei. Also wird es noch mehr zum Thema Ernährung geben? Auf jeden Fall, Leute. Also wir haben ganz, ganz viele Sachen vor, was das Thema Ernährung angeht. Wir werden so eine Art Health-Bücher raushauen. Ne? Das werden so eine Energy-Handbücher sein, die kurz sein werden, wahrscheinlich 20 bis 40 Seiten. Aber davon werden wir mehrere Serien rausbringen. Wir werden mit mehreren Ernährungsspezialisten und Schlafspezialisten zusammenarbeiten, die uns auf jeden Fall in die richtige Richtung rücken werden, was das Thema angeht. Wir werden auf jeden Fall noch Podcasts raushauen mit Ernährungsspezialisten. Wir haben ganz viele Leute gerade an der Angel, mit denen wir in Kontakt sind. Unser Team vergrößert sich auch ständig und für uns ist das Thema Ernährung eine super, super wichtige Sache, weil wirklich durch die Ernährung man viele Sachen eliminieren kann, von denen man gar nicht weiß, ob es Depressionen sind, Krankheiten und so weiter, kann man alles durch die Ernährung in den Griff bekommen. Und viele, viele Menschen unterschätzen,
was die Ernährung für einen tun kann. Und vor allem unterschätzen wir, wie wir gerade vergiftet werden durch unsere Ernährung. Die Plastikflaschen, das ganze Antibiotikum in unser Fleisch, die ganzen Milchprodukte, das ganze Gluten, was wir zu uns nehmen. Es gibt Studien darüber, wie schädlich diese ganzen Sachen sind und wir konsumieren trotzdem täglich, weißt du? Ich habe gestern was gepostet, wenn ich dir jetzt ein Auto schenke für den Rest deines Lebens, dein Traumauto, und du darfst nur das Auto fahren, behandelst du das Ding wie Gold. Aber deinen eigenen Körper behandelst du wie so ein Mülleimer, weißt du? Und dieses Thema werden wir auf jeden Fall noch ganz, ganz groß aufarbeiten. Wir haben hier auch eine Seite, die heißt Energy Health. Da wird in Zukunft auch ganz viel Content für euch kommen. Oh, wir haben ja eine sehr gute Frage. Wann wird es wieder Energy-Klamotten geben? Also viele haben mitbekommen, dass wir sozusagen eine Partnerschaft mit Nation gemacht haben. Und Nation wird auf jeden Fall seine eigene Marke oder seine eigene Kollektion bei Energy haben. Dazu werden wir auf jeden Fall T-Shirts und Hoodies noch raushauen. Also es kommt alles dieses Jahr auf euch zu. Dieses Jahr werden noch auf jeden Fall Klamotten für euch rausgehauen, mehrere Trainingsprogramme. Wir hauen eine App raus Ende des Jahres. Also es passieren ganz, ganz viele Sachen bei Energy, worüber ihr auf jeden Fall euch freuen könnt. Wie gesagt, wir werden in Richtung Lifestyle-Sachen raushauen, das halt dann über Nation, und dann werden wir halt Sportsachen raushauen. Also wir haben vor, in allen Bereichen, was Klamotten und so angeht, mitzureiten, ob es Cappies sind, Unterhosen, Socken, Boxhandschuhe, Sportsachen, Tanktops, Hoodies, limitierte Sachen, alles. Also Energy wird ganz anders einschlagen. Dieses und nächstes Jahr. Also bereitet euch auf jeden Fall auf was Cooles vor, Leute. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächsten Sonntag. Wir haben jetzt noch 2 Wochen, wo wir Fragenrunden machen und dann fängt auch schon die 3. Staffel an. Das heißt, ihr könnt euch auch schon freuen. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir bei Instagram. Ich blende hier alles ein. Folgt mir auf TikTok. Abonniert unseren Kanal und vor allem haut in die Kommentare rein, was ihr nächste Woche wissen wollt. Dankeschön.